Hallo und herzlich willkommen, heute mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Jetblade, einem Decepticon aus der Hand for Decepticon Line. Sehr interessant gemacht, die Figur. Die Figur an sich wird geliefert als Harrier Jet in einem Mausgrau mit einem babyblauen Farbton. Sehr interessant gehalten, ich werde euch aber erstmal die Verpackung ein wenig näher zeigen. Auf der Verpackung sehen wir einmal Jetblade in seinem Robotermodus und in seinem Harrier Jet-Modus. Was an dieser Figur sehr interessant ist, ist wirklich, dass in dem Flugzeugmodus fast alle Roboterteile komplett verdeckt sind. Das heißt, selbst die Beine sieht man nicht unter dem Robotermodus, jedenfalls nicht so stark, was ich sehr schön finde. Die Figur an sich hat natürlich auch noch einige Mech-Alive-Funktionen, die quasi hiermit übernommen wurden, die man quasi aus dieser Mech-Alive-Serie quasi kennt. Zum Beispiel, wenn man den Arm und sagt die ganze Schulter komplett dreht, dann bewegen sich hier vorne die Turbinen, die er einmal hier vorne auf der Brust hat. Was ich sehr interessant finde, denn das ist ein Feature, was man bei wenigen Figuren so mittlerweile nur noch hat. Ja, die Figur an sich wird wie gesagt als sogenannter Harrier Jet geliefert und auch oben auf der Verpackung steht dann der Text, Jetblade hält sich versteckt, während er darauf wartet, Tomahawk zu fangen. Tomahawk kennen wir alle, das ist ein schwarzer schwarzer Helikopter, der von den Autobots quasi ausgesendet wird, auch aus der Hand von Decepticon Line. Aber den zeige ich euch in einem anderen Review. So, jetzt wollen wir einfach mal nochmal auf die Verpackung eingehen. Auf der Verpackung ist nichts Besonderes, nur der Name, das Logo und hinten dann die Radarwelle im Hintergrund und oben Jetblade mit seinem Boxart. Ja, und groß das Hand for Decepticon Logo und er ist Schwierigkeitsgrad 3, was eigentlich für eine Deluxe-Figur schon ziemlich hoch ist. Ja, kommen wir jetzt aber zur Figur an sich. Die Figur an sich wird, wie gesagt, in diesem Harrier-Jet-Modus geliefert, was ich halt ziemlich cool finde. Dieser Harrier-Jet ist sehr detailliert. Wir sehen einmal hier vorne im Cockpit die Sitze, was ich richtig geil finde, denn sowas hat man eigentlich bei den Jets bis jetzt nicht wirklich gehabt. Das heißt, man sieht richtig, dass den Schleudersitz oben drinne. Was aber cool ist, weil es eigentlich ein Teil seines Arms ist. Ja, ansonsten, die Details sind auch sehr schön. Man sieht die kompletten Platten hier dran genietet. Oben drauf der Lüftungseinschub. Vorne auch in einem Gold gehalten. Seitlich am Jet sieht man es nochmal. Miterkennung 04654. Er hat drei Landestützen, die er einfahren kann. Und ja, ansonsten von seinem Düsentriebwerk sehr schlicht gehalten, trotzdem sehr schön. Ja, was kann man zu dieser Figur noch so groß sagen? Wie gesagt, die Figur an sich ist sehr schön gemacht. Auch unten sieht man relativ wenig Bauteile vom Roboter-Modus. Man sieht hier die Hüfte nur eigentlich, wie sie ausgeklappt ist. Und das war es eigentlich auch schon. Und hier vorne die Brust. Ja, geliefert wird er mit zwei Waffen, die alle hier einen Raketenabschussmodus haben. Sehr schick. Die Raketen, was ich auch sehr gut finde, die kann man entweder so mit den Flügeln seitlich anbringen oder aber auch mit den Flügeln nach oben. Da die Rakete quasi einen Kreuzschlitz hat hier hinten und dadurch egal in welcher Richtung abfeuerbar ist. Nicht so wie bei den anderen Raketen, bei anderen Figuren, die hier unten halb rund sind, dass man sie nur auf eine Art und Weise hier vorne in die Waffe stecken kann. Finde ich ziemlich cool. Ja, die Waffen selbst sind natürlich auch abnehmbar. So, kommt jetzt hier unten an den Flügeln fest montieren und man sieht natürlich auch hier an jedem Flügel ein Decepticon-Logo, was ich auch ziemlich cool finde. Ja, und wie gesagt, das Landegestell kann man auch einfahren. So, kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist relativ simpel, wenn allerdings auch an einigen Stellen ziemlich kompliziert. Wir klappen dazu einmal das Cockpit komplett hoch. Man sieht hier auch nochmal schön den Sitz. Einfach cooles Detail.
So, dann klappt man einmal die Flügel hier ab. Na, so, die klappt man einmal erstmal so rum. So. Dann werden hier die Seitwärtsturbinen abgenommen. So. Ziehen das einmal so zur Seite. Dann ziehen wir hier die Flügel einmal an dem schwarzen Gelenk einmal herum. Hier unten genauso. Einmal rumdrehen. So, dass es so aussieht quasi. Dann drehen wir einmal hier unten das erste Bein rum. Drehen das Bein zur Seite. Das gleiche. Einmal unten drehen. Stecken hier oben die Hüfte einmal zusammen. So. Drehen hier unten die Füße auseinander. Einmal so herausdrehen und einmal herumdrehen. Das gleiche hier. Einmal herausdrehen und einmal herumdrehen. So, das hätten wir. Sehr schön. Dann einmal hier oben die obere Klappe. Einmal komplett nach oben geklappt. Das heißt, nein, Entschuldigung, einmal hier erst die Seiten geöffnet. So, genau. Und das Teil erstmal so komplett rum. Das sage ich deswegen, weil diese Klappe kann man nicht nach oben klappen, weil hier oben diese kleinen Pins quasi sich gegenseitig blockieren. So, deswegen einmal so herumklappen. Fertig. Und dann eigentlich einmal so die Klappe auch nach oben. Dann hier vorne die untere Brusthälfte nach unten klappen. Dann den Arm herausklappen. Herumdrehen. So, und jetzt zeige ich euch einmal dieses neue Feature mit diesem kleinen Turbinen. Wenn ihr es jetzt herumdreht, seht ihr, die Turbine dreht sich. Ziemlich coole Sache. Dann einmal das wieder zuklappen. Haben wir den ersten Arm fertig. Ihr seht hier, er geht gerade runter. Trotzdem ziemlich cool irgendwie mit dem Cockpit. Dann einmal dieses ganze Teil nach unten klappen. Dass es hier nach unten zeigt. Dann einmal rumdrehen. So. Dann einmal die Frontnase nach vorne klappen. Soll quasi das Cockpit darstellen, was ich ziemlich lustig finde, weil es mikroklein ist im Gegensatz zu dem. Und ja, es widerspricht sich so ein bisschen, weil ihr habt das Cockpit hier vorne, aber gleichzeitig hier in der Seite. Theoretisch, wenn es hier einklappen würde und dann da sein würde, okay, aber naja, es ist halt nicht so. So, jetzt haben wir soweit den Körper fast fertig. Jetzt klappen wir hier einmal den Arm heraus, klappen das Schild einmal herunter, klappen es richtig an, denn hier außen habt ihr einen kleinen blauen Pin und hier oben diese Öffnung. Und da klappt ihr es, wie gesagt, einmal rum, bis es knackt und klappt einmal das Schild so rum und wieder ineinander klappen, bis es auch hier knackt. Dann auch hier einmal herumdrehen, den Arm nach unten zeigen lassen und jetzt einmal wieder rumdrehen die Figur, habt ihr hinten dieses komplette Rückenmodul. Das einmal komplett nach oben ziehen, bis es oben ist. Und schon ist der Kopf zu sehen. Und jetzt einmal nur die Spitze des Kopfes zusammenklappen. Fertig. Und dadurch sind hier auch an den Schultern diese Einschubdüsen jetzt frei geworden. Jetzt müsst ihr nur noch das Rückenmodul hochklappen. Das heißt, ihr klappt einmal, wie gesagt, hier unten den unteren Torso fest. So. Jetzt nehmt ihr hier und klappt das einfach hier fest. Ihr habt hier und hier einen kleinen Pin, wie ihr seht. Und hier oben zwei Öffnungen. Und da klappt ihr das quasi einfach rein und drückt es rein. Fertig. Und schon habt ihr das Jetpack fertig transformiert. So, und jetzt könnt ihr natürlich die Beine noch fertig verwandeln. Das heißt, ihr zieht hier die Beine einmal hier auseinander. Wieder so. Und zieht es gerade. Auch hier einmal so. Einmal das Bein rausklappen. Und fertig. So, und jetzt könnt ihr natürlich noch die Flügel nach hinten klappen. So. Und das gleiche hier auch noch einmal. Und so. Die
Bein jetzt noch gerade drehen. Und schon habt ihr Jetblade fertig verwandelt. So, Jetblade ist natürlich wie viele andere Jets ein wenig skurril, weil sehr viele Teile natürlich auch im Robotermodus zu sehen sind. Man sieht ja einmal die Flügel hier unten, die Turbinen unten werden die Füße. Finde ich eigentlich ziemlich cool gelöst, denn es sieht wirklich aus hier unten wie Füße. Das finde ich echt gut gemacht. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier oben die Hände sind schön ausmodelliert. 4 Finger hat er insgesamt an jeder Hand. 1, 2, 3 und der Daumen. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Der Torso finde ich auch von den Details her sehr schön gestaltet. Die Landetriebwerke sind jetzt hochgeklappt. Ihr könnt die natürlich, wenn sie euch stören sollten, im Robotermodus auch nach hinten klappen. So, dann stören sie euch nicht. Im Normalfall jedenfalls, so. Ich muss allerdings zugeben, dass ich das lieber nach vorne klappe. Dadurch wirkt der Torso allgemein ein bisschen voller. Er ist ja nicht so leer. Deswegen klappe ich es eigentlich immer gerne nach vorne. So, ansonsten, ihr seht selbst, der Brustkorb. Sehr schön gestaltet mit den ganzen, mit diesen, ich würde fast sagen, organischen Komponenten. Sehr schön gemacht, wie gesagt. Vor allem hat es irgendwie das Aussehen eines Gesichtes. Die Augen, die Nase und hier unten die Mundplatte quasi. Irgendwie. Ja, und wie gesagt, ihr seht euch hier selbst, wenn ihr den Arm bewegt, die Turbinen, die bewegen sich richtig. Schon ziemlich cool gemacht. Und der Kopf an sich, wie gesagt, mal gucken, ob wir das Licht besser drehen können. So, und wie gesagt, das ist der Kopf von Jetblade. Ziemlich cool gemacht. Er wirkt irgendwie wie ein ranghoher Elitesoldat. Älterer, schon vom Krieg gezeichnet. Erinnert mich sehr stark an Scourge irgendwie. Schon ziemlich cool. Und auch er hat natürlich hinten diese Lightpipe-Funktion in den Augen, ihr seht's. Ja, ansonsten die Schultern, finde ich, sind auch sehr schön gemacht. Sehr akkurat. Allgemein sehr schöner Oberkörper. Die Arme sind ein wenig gewöhnungsbedürftig. Ihr könnt die, wie gesagt, so nach oben klappen, wenn ihr wollt. Das gleiche natürlich auch hier. Er hat dann hier wie so ein Schutzschild, was ich auch ziemlich cool finde quasi. Er hält dann quasi so den Beschuss ab oder Klingenschläge etc. etc. Finde ich natürlich schon ziemlich cool. Die Figur hat allerdings auch einen kleinen Nachteil. Da sie diese vorgefertigten Hände hat, die Waffen können leider nicht in den Händen gehalten werden. Das heißt, diese großen Raketenwerfer müsst ihr quasi hier oben in diese... Hoppala, in diese Löcher stecken. So. Jetzt machen wir natürlich dann noch die Raketen wieder rein. So, Nummer 1. Sieht aber fast aus, als wenn er die wirklich in der Hand hält. Und hier kommt die Rakete hier oben in den Arm. Na, mit einer Hand geht das relativ schwer. So. Und schon hält die andere Waffe auch. So, jetzt biege ich die gerade mal zur Seite. Damit ich auch die Hände schön mit den Waffen sieht. So. Und da haben wir ihn auch schon mit seinen Waffen in der Hand. Eigentlich sehr schön gemacht, die Figur. Gefällt mir sehr. Es ist mal ein bisschen was ausgefallen. Es ist nicht immer wieder dasselbe wie Starscream und Co. Ich finde es ganz cool. Vor allem, da man die Flügel hier hinten auch theoretisch so als Cape sehen könnte. Was ich auch, wie gesagt, sehr geil finde. Ihr könnt natürlich auch die Flügel nach oben drehen. Wenn sie euch besser gefallen, dann sind sie mehr hier in der Mitte. Aber so ist es halt die Transformation, wie sie gewollt ist. Ja, die Figur ist auch relativ beweglich. Das heißt, ihr könnt das Bein nach oben winkeln. Könnt natürlich, wenn ihr den Flügel ein bisschen nach hinten schiebt, auch das Knie komplett anwinkeln.
Ihr könnt die Hände zwar nur begrenzt bewegen, das heißt, ihr könnt einmal natürlich die Schulter komplett in 360 Grad drehen. Ihr könnt den Arm zur Seite so weit biegen, wie ihr wollt. So, ihr könnt den hier auch nochmal drehen. Dann könnt ihr den Arm nach oben anwinkeln. Das ist natürlich auch möglich. Ebenso hier bei dem Arm. Das gleiche. Der Kopf ist komplett drehbar. Um jeweils 90 Grad zur Seite. Das Kinn von ihm blockiert leider hier hinten durch das Rückenmodul. Dadurch ist es nicht möglich, den Kopf ganz nach hinten zu drehen. Ist natürlich, wie gesagt, auf einem Drehgelenk, kein Kugelgelenk, was ich auch sehr schade finde. Hier wäre ein Kugelgelenk vielleicht ein bisschen besser gewesen. So, er hat kein Hüftgelenk, was er drehen kann. Und hier unten die Füße kann man teilweise auch relativ gut steuern. Das heißt, nach vorne, nach hinten, seitlich kann man auch viele coole Posen mit hinkriegen. Und ja, also mir gefällt die Figur sehr. Im Flugzeugmodus gebe ich volle 10 von 10 Punkten. Und im Robotermodus, da er leider teilweise eingeschränkt ist von der Bewegung her, würde ich jetzt sagen, kriegt er von mir ja 7 von 10 Punkten, weil er halt doch schon ein bisschen arg eingeschränkt ist. Und wie ihr seht, auch relativ schwer steht. Ansonsten, wie gesagt, eine sehr schöne Figur. Die Farbe ist jetzt nicht ganz mein Fall. Mir hätte er gefallen, wenn er komplett in Schwarz-Silber gewesen wäre. Sehr viel geiler aus, gerade für einen Harrier-Jet oder in dunklem Grau. Dieses Mausgrau, das ist so eine Mischung aus Weiß und Grau. Und dazu dann, wie gesagt, dieses Babyblau passt absolut nicht. Wenn jetzt das Babyblau auch durch dieses Lila wie am Brustkorb quasi ersetzt werden würde, wäre es viel besser. So, leider Punkteabzug. Von Details her muss ich allerdings sagen, ist die Figur richtig super. Wenn ich dafür Punkte geben würde, würde ich sogar sagen 9 von 10 Punkten. Es fehlen halt noch so ein paar Sticker und Decepticon-Symbole fehlen komplett in der Roboterform. Da haben wir dann quasi nur hinten auf den Flügeln und die sind halt nach hinten versteckt, was sehr schade ist. Hier wäre es wirklich besser gewesen, hätte er nochmal auf dem Brustkorb oder sowas hier so ein Autobot, so ein Decepticon-Symbol. Wäre schon ziemlich cool. So bleibt es jetzt erstmal dabei. Ja, wie immer kommen wir jetzt zum Ende. Ich würde sagen, wir sehen uns bei unserem nächsten Review. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, euer Rexfo.